Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Ihr seht schon, es gibt ein neues Modell und ich habe auch schon etwas angefangen. Es handelt sich also hier um den Bruder Mercedes Arox und mit der roten Kipperbrücke. Ist ja original ein Vierachser und den bauen wir auch um. Wird nicht mehr ganz ein Komplett-Umbauvideo, so wie beim MAN, aber doch die wichtigsten Parts möchte ich euch weitergeben und euch zeigen. Und ich habe mir auch noch ein paar neue Dinge überlegt. Ein Teil davon ist ein Faulenzer-Block. So nenne ich jetzt mal, ist der Arbeitstitel. Das Ganze ist der Faulenzer-Block. Und was wir mit diesem Faulenzer-Block jetzt Tolles machen können, das zeige ich euch. Ich lasse euch wieder über die Schulter schauen und dann seht ihr schon, was ich damit vorhabe. Da haben wir also das gute Stück. Wie ihr seht, ich habe schon etwas angefangen. Habe also hier die Brücke runter gemacht, habe den Zylinder abgebaut, damit wir hier einfach ein bisschen mehr Platz haben und habe auf der Unterseite auch schon mal losgelegt. Bevor ich das aber zeige, möchte ich noch mal kurz zum MAN zurückspringen. Den habe ich hier auch noch mal parat. Den kennt ihr noch, das ist aus der MAN-Umbauserie und ich drehe ihn nochmal um, damit ich euch jetzt zeigen kann, was der Faulenzer-Block auf sich hat. Ihr erinnert euch noch, wir haben hier diese Plättchen eingebaut als Träger, auch hier mit diesen U-Profilen an der Seite und das Ganze zusammengebaut und ausgemessen und hin und her. Und das Ganze hat, ich habe die Videos nochmal durchgeguckt und habe das von den Zeiten her verglichen. Trotz viel Vorspulen, viel Zeit, viel Vorlaufzeit und schneller Sequenzen dauert das Ganze doch 30 Minuten. Und ja, jetzt kam der Mercedes und ich habe das Ganze natürlich ausgemossen und er hat tatsächlich exakt die gleiche Breite an den Kotflügeln, nämlich 16,5 wie auch der MAN. Nachdem die Breite die gleiche ist, macht es uns das Ganze natürlich einfach. Das heißt, wir haben beim MAN das Ganze auch schon einmal ausgerechnet gehabt. Und ich habe hier mal das Achsset mitgebracht, so wie ihr es erhaltet. Das ist jetzt das SUSI Sorglos Achsset mit allen Kugelköpfen und so weiter mit dabei. Komplett brauche ich es jetzt noch nicht. Deswegen habe ich hier mal die Einzelteile dabei. Und normalerweise nehmen wir jetzt hier unsere Achsen, unsere Achsseitenteile, eine links, eine rechts, messen das Ganze aus und schauen, wie wir das Ganze hier hinbekommen und wir müssen es ja nachher noch unterfüttern. Nachdem wir ja hier die gleiche Breite haben, weiß ich jetzt schon, dass wir hier dazwischen, und zwar genau zwischen diesen beiden Teilen, einen Abstand von 53 mm brauchen. Die Aluschienen habe ich schon eingebaut. Das war nicht die große Kunst, einfach ein bisschen hier die Querverbinder rausgedremelt. Ich habe hier schon etwas mit dem Dremel sauber gemacht, das kennt ihr auch noch vom MAN, das hat sich hier nicht geändert und habe die Winkel hier von der Seite her befestigt. Ein durchgehender Winkel auf beiden Seiten. So, das letzte Mal habe ich ja dann die Achse mit solchen Platten gemacht, wo wir gebohrt haben, geschraubt haben, gemessen haben, immer und immer wieder. Wie gesagt, das Ganze hat unmenschlich lange gedauert und von der Höhe her weiß ich ja, brauche ich auf diese Platten jetzt 10 cm. Und jetzt kommt genau der Punkt der Faulenzerplatte. Die sieht so aus. Und hat den großen Vorteil, dass ich im Endeffekt meine Achsen dort direkt drauf montieren kann.
habe sofort den passenden Abstand, habe sofort die passende Höhe und hier unten haben wir auch eine Nut, die genau hier zwischen die beiden 15 mm Winkel passt. Ich schraube das Ganze jetzt einmal hin. Zur Versteifung des Ganzen nehme ich trotz alledem hier die 6 mm Stange dazwischen. Die ist mit dabei im Susi Sorglos Paket. Die Schrauben übrigens auch. Das sind auch die, die mit dabei sind. Ihr braucht also hier keine extra nehmen. Und auf der Gegenseite so, haben wir eine Aussparung, die die Mutter aufnimmt und auch gleich festhält. Das heißt, ich lege die Mutter hinein und schraube das Ganze fest. Modellbautechnisch natürlich bei weitem nicht mehr so interessant wie das hundertfache Messen, Vorbohren, Nachbohren und Gewindeschneiden in den Aluplatten vom letzten Mal. Aber wie schon erwähnt, muss man sich ja nicht mit jedem Zeug stundenweise aufhalten. So, das war's auch schon. Ich habe jetzt genau die Breite, die ich brauche. Ich habe hier unten die Befestigung und kann jetzt hier das Ganze zwischen die Winkel einsetzen. Und ich habe auch schon die Reifen ausgeschnitten, wie im MAN-Video damals zu sehen war. Habe die Hülsen eingeschlagen. Ich möchte diesmal aber mit Unterlegscheiben arbeiten. So. Und schon sitzt die erste Achse. Hier kann ich sie jetzt ausrichten, so dass sie so und genau an dieser Position sitzt, wo ich sie gerne hätte. Ich kann sie also noch ein bisschen hoch und runter schieben. Ich schaue, dass sie natürlich möglichst mittig sitzt. Durch das, dass sie sehr straff hier drin sitzt, kann ich sie auch nicht mehr wirklich verdrehen. Das heißt, sie sitzt auch wirklich im rechten Winkel zum Fahrzeug. Und wenn ich mir das hier anschaue, ich komme hier überall wunderbar rundherum, stoße erst im ganz letzten Moment am Rahmen an. Und jetzt kann ich einen Bohrer nehmen. Auch hierfür sind die Löcher bereits in dem Faulenzerblock enthalten. Bohre hier einmal durch. Schneide ein Gewinde rein. Und kann das Ganze nun bereits festschrauben. Nachdem das ja ein Vierachser wird, das heißt zwei gelenkte Achsen, brauche ich natürlich hier zwei Lenkachspakete. Und ich habe das Ganze schon noch einmal vorbereitet. Auch wieder genau das gleiche Prinzip. Unten Faulenzer Block, die Achsen draufgeschraubt und kann nun das Ganze unten auch genauso einhängen. Aktuell habe ich noch keine Kotflügel dran, da muss ich gucken, wie und wo ich da am besten hinkomme und kann auch hier jetzt das Ganze einfach nach oben oder nach unten rutschen, so dass ich hier dementsprechend hinkomme. Auch hier durchbohren, Gewinde schneiden, alle vier Löcher sind bereits vorgebohrt und schon sitzen diese Achsen. Den Servo werde ich, so ist der Plan, auch wieder hier oben einbauen und das Ganze dann nach unten hin durchlenken.
Mit dem Festschrauben dieser zweiten Achse werde ich noch warten, bis ich ganz genau die Position für die Kotflügel habe, damit ich auch wirklich nicht anstoße und keine bösen Überraschungen erlebe. Genau. Den Faulenzer-Block werdet ihr auch auf meiner Seite finden, unter der Rubrik der Lenkachse, als Lenkachs-Zubehör wird der erhältlich sein. Ihr seht, es ist wahnsinnig schnell montiert und für Fahrzeuge mit der Breite von 16,5 am Kotflügel, also sprich den aktuellen MAN TGS Kipper und den Mercedes hier, ist das passend. Weitere Modelle werden mit Sicherheit folgen. Ich bin da oder beziehungsweise bleibe da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, das war es heute auch schon wieder. War eine sehr kurze Folge, aber ihr seht, mit den Bausätzen und mit diesem neuen Faulenzer-Block werden die Folgen nicht mehr wirklich lang. Ihr erinnert euch noch an den Einbau der Pendelachse beim MAN. Die Folge war auch wahnsinnig kurz, weil das System einfach so schnell und einfach ist. Mit dem Faulenzer-Block wird auch der Einbau der Lenkachse um ein Vielfaches einfacher und schneller gehen. Es ist mittlerweile schon fast ein Klicksystem für die Lenkachse, wie ihr seht. Ich werde jetzt im Nachgang und für die nächsten Folgen schauen, wie wir die Kotflügel hier noch hinbekommen. Die Achse dann endgültig, also die zweite Achse endgültig festschrauben und Servo einbauen und die Umlenkung für das Ganze nochmal machen. Da habe ich natürlich vor, wieder ein Video zu machen, das ich euch dann zur Verfügung stelle, wie die Umlenkung ausschaut. Und auch die Pendelachse wird eingebaut und der Kipper natürlich auch wieder funktionstüchtig gemacht. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Alles Weitere auf meiner Seite. Tschüss!